Lieber Florian Herrmann, Dr. Florian Herrmann, Ehre wem Ehre gebührt. Lieber Florian, danke für deinen Einsatz in den letzten Jahren, besonders für die innere Sicherheit. Lieber Erich, du bist einer, der sich bewiesen hat in den letzten 4 Jahren und meine Damen und Herren, der so wie er auftritt, so erdverbunden, so heimatverbunden, aber trotzdem immer den Belangen verpflichtet seiner Heimat, verdient ihre Stimme, wählen Sie den Erich wieder in den Bundestag, so einen brauchen wir da oben. Liebe Ilse, du hast es angesprochen und ich will es auch noch zweimal unterstreichen, dass wir nach 27 Jahren immer noch am Soli festhalten, meine Damen und Herren. Nach 27 Jahren, wo ich sagen kann, aus meiner oberfränkischen Heimat, wo wir uns gerne insgesamt solidarisch über Jahre erklärt haben, aber wo es dann schon immer wieder auch Fälle gab, wo Teile der bayerischen, der nordbayerischen Kommunen nicht mehr wussten, wie sie ihre Haushalte überhaupt im Griff halten sollten und es schon auch die ein oder andere Gemeinde in den neuen Bundesländern gab, die schon gar nicht mehr wussten, was sie mit dem Geld machen sollten, was bei ihnen angelangt war. Und vor dem Hintergrund ist es richtig zu sagen, jetzt mal 4 Milliarden weg in den nächsten Jahren und künftig muss dieser Soli endlich auslaufen, meine Damen und Herren. Die Zeit ist gekommen dafür. Und jetzt werden Sie sagen, ja klar, der Gutenberg, dem geht's gut. Vermögensteuer möchte er nicht. Erbschaftssteuer will er nicht. Es gab verfassungsgerichtliche Urteile dazu. In dem Rahmen muss man sich bewegen. Ich bin momentan eh außen vor, weil ich dem blonden Herrn im Weißen Haus derzeit meine Steuern abführe. Ein weiterer Teil Stabilität in diesem Lande, meine Damen und Herren, ist das, wofür ein Florian Herrmann steht, ist die innere Sicherheit. Und meine Damen und Herren, wir haben in den letzten Jahren eine Zuspitzung in diesem Lande, in Europa, aber auch global erleben müssen. Terrorismus ist mittlerweile an unseren Haustüren angelangt. Terrorismus ist etwas, was sich nicht mehr entkoppeln lässt von unseren nationalen Grenzen. Wir müssen allerdings auch aufpassen, dass wir nicht, wie einige es tun, das, was ich gerade benannt habe, die innere Sicherheit und das, was an Terror und an jenen Gefahren kommen, einfach mal nur blind mit den Flüchtlingen zu verbinden. Hier müssen wir sehr, sehr genau differenzieren. Es gibt einige, die differenzieren nicht in diesem Lande, meine Damen und Herren. Eine Partei hat sogar hier irgendwo einen Stand aufgebaut. Da wird so gut wie nicht differenziert. Da ist jeder, der kommt, auch irgendwie ein potenzieller Straftäter. Jeder, der kommt, ein potenzieller Terrorist. Und die Maßstäbe in unserem Lande müssen hier auch klar sein. Und auch hier kommen die Impulse, lieber Florian, aus Bayern. Dass wir deutlich machen, wenn jemand ein Asylrecht hat und eine dauerhafte Aufenthaltsberechtigung hat, dann nehmen wir das ernst. Und dann machen wir alles, um dann auch entsprechend zu integrieren. Nur das Integrieren geht nicht nur von staatlicher Seite aus, sondern der Wille zur Integration muss genauso von jedem kommen, der in unser Land kommt. Und Integration heißt dann Sprache lernen, Gesetze akzeptieren und wer es nicht macht, wieder raus, meine Damen und Herren. Raus aus dem Land. Boah, danke sehr. Ist ja wie beim Beckstein damals. Ja, da. Das ist anders. So, versteht ihr mich da hinten? Da, dort. Einige nicht, die sind schon so tief im Bier. Aber ich auch bald, meine Damen und Herren. Sie sehen hier oben, es ist heiß. Ich kann das nicht so elegant wie die Ilse. Aber gleichzeitig brauchen wir auch noch eines, auch für die Stabilität dieses Landes. Und meine Damen und Herren, das hat etwas, das ist in einem Zusammenhang zu sehen mit dem, was unsere Werte sind. Je schwächer wir selbst sind im Begreifen unserer eigenen Werte, im Begreifen unserer Heimat,
im Begreifen unserer Kultur, ja auch unserer Leitkultur, meine Damen und Herren, desto mehr stärken wir jene, die in unserem Weg zu leben ihr Feindbild sehen. Und deswegen ist es richtig, dass immer wieder auch von der CSU darauf hingewiesen wird, dass es in diesem Land so etwas wie eine Leitkultur gibt. Und deswegen, meine Damen und Herren, am 24. September für dieses Land, für diesen Freistaat, für die Kultur dieses Landes, für die Zukunft und Stabilität dieses Landes und letztlich für unser Oberbayern. Deswegen vergelt's Gott für einen tollen Empfang heute Abend. Danke für mehrere Bier heute, für ein durchgeschwitztes Hemd. Es ist schön, wieder hier zu sein. Gottes Segen, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Danke sehr.